Im Kiewer Vorort Bucha haben die ukrainischen Behörden mit der Exhumierung von Leichen in Massengräbern begonnen. Die ukrainische Regierung macht die russische Armee für Gräueltaten an hunderten Menschen verantwortlich. Der Kreml bestreitet dies und sprach von einer Inszenierung. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte nach einem Besuch in Bucha, es sei die brutale Wirklichkeit, die man dort sehe. Nach dem Einschlag zweier Kurzstreckenraketen auf dem Bahnhof der ostukrainischen Stadt Kramatorsk herrscht Ausnahmezustand im lokalen Krankenhaus. Bei der Attacke wurden über 50 Menschen getötet, darunter 5 Kinder. Rund 100 Menschen wurden verletzt. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky machte Russland für den Raketenbeschuss verantwortlich. Alle führenden Staaten der Welt haben den russischen Angriff auf Kramatorsk bereits verurteilt. Wir erwarten eine entschlossene globale Antwort auf dieses Kriegsverbrechen. Wie die Massaker in Bucha, wie viele andere russische Kriegsverbrechen, muss der Raketenangriff auf Kramatorsk einer der Anklagepunkte vor dem Tribunal sein, was auch geschehen wird. Auf dem Bahnhof von Kramatorsk warteten zum Zeitpunkt des Raketeneinschlags tausende Menschen. Sie folgten einem Aufruf der Regierung zur Flucht aus der Region Donbass, wo eine russische Großoffensive befürchtet wird. Der russische Armeesprecher erhob schwere Vorwürfe. Die Streitkräfte der Ukraine haben den Bahnhof in Kramatorsk mit einer taktischen Tochka-U-Rakete angegriffen. Taktische Tochka-U-Raketen, deren Teile in der Nähe des Bahnhofs Kramatorsk gefunden wurden, werden nur von den Streitkräften der Ukraine eingesetzt. Nach ukrainischen Angaben hat die russische Marine vom Schwarzen Meer aus mehrere Ziele im Osten und Süden des Landes bombardiert. Wie hier in der belagerten ostukrainischen Großstadt Kharkiv wurden dabei auch zivile Einrichtungen getroffen. Opferzahlen wurden nicht veröffentlicht. Nach Erkenntnissen des Pentagon hat Moskau tausende zusätzliche Soldaten in die Region um Kharkiv verlegt.